Das Team des Goslarer Museums hatte die Zwangspause durch die Corona-Pandemie genutzt. Was ist denn da? Ja, ich gucke unsere neue Sendung. Die ist doch gerade online gegangen. Auf dem Handy? Ja, wo denn sonst? Ach, ich glaube, da muss ich dir mal was zeigen. Das geht doch auch auf dem Fernseher. Echt? Ja, warte mal. Ich setze mich mal hier hin. Wie jetzt am Fernsehen gucken? Ich gucke doch YouTube. Ja, das geht auch am Fernseher. Aha. Hängt immer davon ab, wie modern dein Fernsehgerät ist. Ja. Wenn der Fernseher schon etwas älter ist, dann kann er das nicht von Haus aus. Etwas neuere Fernseher können das von Haus aus. Für etwas ältere Fernseher habe ich etwas mitgebracht. Für unsere Zuschauer ist das unten verlinkt. Das ist jetzt nicht von dieser Firma bezahlt. Ich nenne sie gleich. Die bezahlen uns nicht dafür, sondern das ist halt, weil man so einen Stick dort relativ günstig bekommt. Es gibt auch andere Boxen mit Android. Das Ding nennt sich hier Fire TV oder Fire TV oder Feuer, aber Fire geschrieben. Wird an den HDMI-Port am Fernseher angeschlossen und kann dann sozusagen das YouTube auf den Fernseher zaubern. Und das muss nicht irgendwie eingerichtet werden, oder? Doch, muss es. Also dieses Gerät, wenn du das einmal bei Amazon bestellst, so wie du das ja jetzt gemacht hast, da wird es schon automatisch auf deinen Namen installiert. Dann muss man gegebenenfalls eine App runterladen, aber da können wir gleich mal reingucken. Mhm. Und lädt die App runter und kann dann halt YouTube auf dem Fernseher gucken. Kannst du mir das mal zeigen, wie das geht? Das kann ich dir mal zeigen. Ich schließe jetzt erst einmal den Stick an dem HDMI-Anschluss. Dabei ist es egal, welcher HDMI-Anschluss. Die meisten modernen Fernseher haben mehrere davon. Mhm. Und wie gesagt, ich schließe das jetzt einmal dort an den Fernseher an. Jawohl, super. Ja, jetzt nehmen wir den Fire Stick und schließen ihn an den Fernseher an. Das ist relativ einfach. Der hat einmal vorne den HDMI-Anschluss und der hat einmal an der Seite den USB-C-Anschluss. Wir gehen mal zum Fernseher rüber und schließen das Ganze einmal an. Dann haben wir hier schon einmal das Stromkabel. Ich sollte dir vielleicht den Fire Stick geben. Und dort am Fernseher, dort hängt ein Kabel raus. Das haben wir vorhin schon angeschlossen. Das ist die HDMI-Verlängerung. Und da darfst du ihn jetzt einmal reinstecken. Oder möchtest du erst das Kabel, das Stromkabel verbinden? Das Kabel, da muss ich gucken, ob es richtig rum ist. Nein, es war genau falsch rum. Oder? Es passt nicht mehr, es ist ein anderes Kabel. Passt nicht mehr, genau. Vorhin passte es so schön. Ja. Okay. Und jetzt in den HDMI-Anschluss. Ja, wie du siehst, haben wir kein Signal. Wir mussten jetzt auch die Kamera so ein bisschen einrichten für die Zuschauer. Wir mussten die Kamera jetzt so ein bisschen einrichten, dass wir den Bildschirm abfilmen. Dadurch flimmert es jetzt ein wenig. Nicht stören, das wird gleich verschwinden. Wenn wir den Fire Stick angeschlossen haben, wie gesagt, du hast den Strom verbunden, du hast ihn an HDMI angeschlossen und natürlich hast du das Ende von dem Stromkabel auch in eine Steckdose gesteckt. Mhm. Wenn das passiert ist, startet er automatisch und dann müssen wir auf die Eingangsliste vom Fernseher gehen. Da gibt es so ein bestimmtes Symbol, das blende ich jetzt einmal ein, weil das können wir jetzt schlecht abfilmen. Und da drücken wir drauf. Dann haben wir die Auswahl zwischen den verschiedenen Eingängen. Ich bin jetzt normalerweise wäre er jetzt auf TV. Wie ich gerade sehe, sehen wir das nicht richtig auf dem Bildschirm. Ich muss mal kurz gucken. Doch, man sieht es, aber es ist dunkel. Ich bin jetzt extra nicht auf TV gegangen, weil wir sonst aus rechtlichen Gründen oder weil wir rechtliche Probleme hätten, irgendeinen Film oder irgendwelche Musik. Ich werde jetzt auch sicherheitshalber nochmal schnell den Ton ausschalten, wenn ich das bei deinem Fernseher finde. So, wir gehen also auf die Auswahl-Taste. Dann wählen wir einen von den HDMI. Wir wissen ja nicht, welcher es ist. Wir müssen uns durchklicken. Weil wir das schon einmal probiert haben, weiß ich, dass es bei dir der HDMI 1 ist. Und dann sind wir auch schon auf dem Fire Stick drauf, auf dem Grundmenü. Und wie wir hier sehen, in diesem Fall hat er auch schon YouTube drauf. Ja. Wenn das jetzt nicht so wäre, da müssten wir mit der Fernbedienung, wir sind jetzt oben auf Startseite, das ist ja in orange dargestellt oder gelb, je nachdem, wie man das sehen möchte. Da müssten wir dann rübergehen auf
Apps. Was wir natürlich vorher machen müssten, was wir jetzt nicht zeigen, ist natürlich, wir müssen den erstmal ins WLAN bringen, weil der Ganze läuft über WLAN. Das haben wir natürlich jetzt außerhalb der Kamera schon eingerichtet, weil wir keine WLAN-Kennung und so weiter. Aber da gibt es auf YouTube genug Videos, die das zeigen. Ja. So ins Detail wollen wir jetzt nicht gehen. Wie gesagt, dann geht man auf Apps und dann listet er die möglichen Apps aus. Und da wäre bei uns jetzt interessant YouTube. Wenn wir das jetzt nicht installiert hätten, würde er jetzt fragen, ob er das installieren soll. Bei uns fragt er, ob er das öffnen soll. Also wenn man das jetzt installieren sollte, würde unten, wo das Öffnen steht, jetzt Installieren stehen, dann würde man das installieren. Wir öffnen jetzt YouTube einmal. YouTube startet. Dann haben wir hier die Benutzerauswahl. Die ist jetzt verpixelt, weil wir das Gerät schon auf deinen Namen eingerichtet haben. Wir gehen jetzt einmal als Gast hinein. Und dann gibt er uns Empfehlungen von Filmen, die man gucken kann und so weiter. Hartz TV ist jetzt noch nicht zu finden. Jetzt wäre wichtig, dass wir den Fire Stick mit unserem YouTube-Konto verbinden. Mhm. Das machen wir jetzt auch nicht hier, weil man dann wieder sieht, was du schon auf YouTube geguckt hast und so weiter. Wenn man dann den Fire Stick verbunden hat mit seinem YouTube-Konto, wie gesagt, da gibt es auch bei YouTube genug Videos, die das einem erklären. Dann gehen wir einmal auf Suchen und geben hier einmal Hartz TV ein. Müssen wir noch richtig schreiben. Oh, jetzt habe ich alles gelöscht. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Desto näher man dem Ziel kommt, also Hartz TV zusammengeschrieben, desto näher man dem Ziel kommt, desto eher wird was angezeigt. Bei Hartz TV ist das Problem, wir sind nicht ganz so bekannt, aber mit Hartz TV ist es jetzt schon unten aufgetaucht. Jetzt kann man hier auf der linken Seite das runde Bild sehen, das wäre unser Kanal. Und daneben, also rechts daneben davon, das sind die einzelnen Beiträge der Reihenfolge nach, wie sie hochgeladen wurden. Ich würde jetzt auf das runde Symbol gehen. Wenn man dann da drauf ist und man hat sich mit seinem YouTube-Konto verbunden, dann geht man hier oben ganz wichtig auf Abonnieren, weil dann braucht man in Zukunft dann nicht mehr nachsuchen nach Hartz TV, dann taucht das unter den Abos auf. Mhm. Dann geht man auf Abonnieren. Jetzt müssten wir uns einloggen. Wollen wir jetzt nicht in diesem Fall. Aber dann, wenn man eingeloggt wäre, kann man es abonnieren. Und dann hat man ganz einfach auf diesem Weg sein Video online und kann es auf dem Fernseher gucken. Da hat man ja ein viel, viel schöneres Bild als auf dem Handy. Auf jeden Fall. Und man hat es bequemer. Man kann sich zur Not aufs Sofa legen oder was weiß ich und kann sich Hartz TV auf diesem Wege angucken. Wir kommen jetzt nicht mehr vor der Kamera. Wir lassen das Bild gleich so, wie es jetzt ist. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Das war unser Kaffeeklatsch. Wie funktioniert YouTube auf dem Fernseher. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Abonniert unseren Kanal, ihr wisst, wie das jetzt auf dem Fernseher geht. Den Fire Stick haben wir unten in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr den euch auch kaufen wollt. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Abonniert unseren Kanal, Daumen hoch und auf Wiedersehen bis zum nächsten Kaffeeklatsch. Tschüss. Tschüss.